Also vom ersten Abend an erstaunlich eigentlich. Also ich meine, ich bin relativ häufig auf Veranstaltungen. Ich erlebe häufig Tagungen, Seminare mit Abendveranstaltungen. Hier ist von Anfang an, vom ersten Abend an, eine super offene, lockere Atmosphäre gewesen mit allen Teilnehmern. Das finde ich bemerkenswert. Die Örtlichkeit ist natürlich auch sehr schön. Die Organisation ist exzellent, das muss man sagen. Also ich habe das gestern Abend Ihrer Mitarbeiterin auch schon gesagt. Das ist hervorragend. Das ist wirklich alles durchorganisiert, da fehlt nichts. Das kann ich so gar nicht sagen, weil die waren alle Vorträge waren auf ihre Art irgendwie sehr eigen, sehr gut, sehr eigenwillig. Teilweise ein bisschen ruhiger, heute etwas temperamentvoller. Heute hatte man bei dem letzten Referenten schon einen ziemlich starken Eindruck. Also das war schon extrem, was der gemacht hat. Also ich finde eigentlich alle Vorträge, die hier gelaufen sind, bisher wirklich sehr, sehr gut. Und die Mischung finde ich auch gut, dass man sowohl das eine hat als auch das andere. Das finde ich toll. Ich habe ja mit Marken zu tun, allerdings eher in der rechtlichen Hinsicht. Und ich habe erst auch gedacht, dass es hier ein Markenforum ist, so wie ich das kenne, wo eher das Markenrecht auch ein bisschen mit im Mittelpunkt steht, wo eben auch über Markenrechte, Bewahrung von Markenrechten im juristischen Sinne eben gesprochen wird. Ich habe dann aber im Vorfeld auch schon gemerkt, dass das nicht unbedingt hier der Fokus ist, sondern dass das hier um die Marke, die Firma an sich als Marke geht. Und das hat mich einfach mal interessiert, auch was die Leute dazu sagen, wie sich das in diesem Umfeld eben verhält. Auf der anderen Seite auch diese ganzen Themen, die auch mit Unternehmensführung zu tun haben, weil wir sind ja auch ein Unternehmen und ich muss das Unternehmen auch führen. Und da lernt man hier sehr viel. Man lernt auch sehr viel durch die Gespräche mit den anderen Teilnehmern. Das finde ich hervorragend, weil sie haben selten, oder das habe ich am Anfang schon gesagt, man hat selten eine Veranstaltung, wo man eine so hohe Kommunikationsrate auch mit den anderen Teilnehmern hat. Nicht nur die Referenten, sondern auch wenn man rausgeht aus dem Vortrag, so wie eben. Da wird extremst diskutiert, eben auch beim Essen nochmal über die Vorträge. Das ist enorm. Und dann nimmt man was mit nach Hause, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja meine Karte schon abgegeben. Natürlich.